Heimat ist für mich da, wo ich groß geworden bin, wo ich daheim bin, wo ich mit lieben Menschen und mit Leuten, was mir wichtig sind, meine Zukunft aufbaue. Und wo ich einfach fühle, da bin ich daheim. Typisch für meine Heimat ist die wunderschöne Natur, die gibt es auch woanders auch, aber diese ja, spezielle Natur, die wir einfach in Bayern haben. Es gibt viele Flecken in Deutschland oder auch auf der Welt, die schön sind. Aber daheim ist daheim. Also wir werden bestimmt viele Leute anschauen. Und sagen, hey, vielleicht was hat denn der, aber manche werden auch denken, hey cool, der traut sich noch was. Der zeigt das wirklich im Alltag an. Und der lebt das Ganze. Ich glaube, da gibt es die und die. Und gerade die, die dann oft mal sagen, hey, was hat denn der an, die laufen dann bei den Volksfesten mit dem umeinander. Und dann müssen wir die eigentlich fragen, hey, warum hast du mich damals ausgelacht? Aktuell boomt ja die Volksmusik und die Tradition ja wie schon lange nicht mehr. Also wenn man da wenn man zurückschaut, war da mal eine richtige Flaute drin, was keine Tragen von Tracht, da war das ja schon fast eine Schande, wenn man das tut. Und das ist ja mittlerweile, also aktuell geht gar nicht der Fall. Bei Volksmusikveranstaltungen oder auch bei Trachtenfesten kommen immer mehr junge Leute tragen Tracht. Und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das irgendwann mal ausstirbt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass einfach das ist, dass die Zeit immer so immer nur schnelllebiger geworden ist, dass die Leute immer mehr das Bedürfnis haben, sich mit der Heimat zu identifizieren. Und zur Heimat gehört einfach zum Beispiel das Tragen von Tracht, die sprechen im Dialekt für manche dazu. Und darum kann das ein Grund sein, warum das aktuell so einen Aufschub hat. Und immer mehr Leute das tragen und sagen, okay, Bayern ist meine Heimat zum Beispiel. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir in manchen Situationen offener werden, aber nicht so, dass wir unsere Tradition verlieren, dass wir den Grundstein verlieren. Dass wir die Volksmusik sorgfältig pflegen und die Tradition sorgfältig pflegen, aber sie nicht kaputt pflegen. Sondern dass man neue Sachen zulässt, aber die Wurzeln nicht vergisst. Man darf sie neue nicht verschlüssen, aber das Herz darf es nicht kosten.